Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Diesmal geht es um Playvital und da habe ich jetzt hier schon mal alles rausgesucht, was wir brauchen. Leider alles in Englisch. Aber hier haben wir ja die Anleitung und hier haben wir dann noch so ein Tuch. Und wir machen das einfach mal so, wie die Anleitung sagt. In der Anleitung findet das für einen Xbox-Controller, aber genauso auch für einen PlayStation-Controller. Sind die irgendwie unterschiedlich? Der Xbox-Controller hat eine Welle mehr hier in der Mitte. Ich habe die mit der Kerbe und nicht mit zwei Kerben, also PlayStation. Und da hier steht auch links und rechts drauf. Ja. Also eine Kerbe PlayStation, wenn zwei Kerben wären, könnt ihr hier dann sehen, eine Kerbe PlayStation und bei zwei Kerben links, rechts ist es dann halt Xbox. Wir sollen okay, wir fangen von hinten an und gehen nach vorne, so wie es aussieht. Und man kann das auch wieder ganz einfach lösen, steht da. Also die Kerbe soll wohl hinten unten sein. Also praktisch, wir sehen hier. Ich habe jetzt beide schwarzen Controller hergeholt. Das ist der neuere, glaube ich. Das ist, glaube ich, der ältere. Wir nehmen den jetzt hier einfach, oder? Der ist hinten rau, vorne schon glatt. Vorne glatt, hinten rau. Der sieht glatter aus. Dann nehmen wir den hier einfach. Könntet auch beim weißen Controller machen, weil der ist auch komplett abgenuddelt schon. Und hier seht ihr das. So sieht das dann aus. Ihr habt dann praktisch zwei so eine schwarzen und einmal steht hier links und einmal steht hier rechts. Oder machen wir das einfach beim weißen Controller, da kann man es wenigstens erkennen. Ein bisschen eingestaubt. Habe ich schon eine Weile nicht mehr benutzt. Ich habe immer den schwarzen jetzt benutzt. So. Gucken wir mal nach. Rechts ist rechts, links ist links. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt von so aus da rechts, links sehen oder anders. Wir werden mal gucken. Nee, das passt nicht. So muss das sein, oder? Wenn wir das hier ranlegen, kleben. Warte mal, da muss ich nochmal Kontrolle machen. Wieso kommt denn das? So. Achso. Left, right. Links, rechts. So, links, rechts. So kommt das hin. Dann sollen wir den umdrehen. Und das ist praktisch hier. Ich glaube eher, das ist so. So. Das ist da gerade und hier haben wir auch gerade und dann geht es hier nach oben und das ist eigentlich ziemlich mittig hinten.
So, also das soll wohl da genau gerade sein. Also kann es praktisch das hier nicht sein. Dann gucken wir mal die Seite. Da wird schon eher ein Schuh draus, würde ich sagen. Wenn wir das jetzt hier festhalten. So. So. Da wird schon eher ein Schuh draus. Aber ist das nicht eigentlich viel zu groß? Wenn wir das, wo soll man das denn, wie soll man das? Vorne, zeig doch mal vorne. Vorne ist unten mit dem weißen bündig. Also praktisch hier. So. Und wenn wir das denn hier festkleben, na doch, kommt hin. So. Dann kommen wir aber, da kommen wir aber weiter rum. Da kommen wir bis aufs Schwarze. Naja, okay. Werden wir das halt machen. Ich bin nicht so geschickt in Sachen Aufkleben. Muss ich dazu sagen. So. Ja, ist ja genau wie auf dem Bild. Ihr seht das. Das Breite in die Mitte. Das Breite in die Mitte. So. Nee, du gehst jetzt runter. Mensch, passt auf. Ich habe hier das ganze Zeug, Tigger. Du kannst nachher wieder. So. Und dann geht es hier rum. Also praktisch gesehen. Ja, kommt hin. Hier seht ihr das? Kommt hin. Ja. Ja, dann ist es richtig so. Hier auch nochmal Kontrolle machen. So. Ja, seht ihr? Und hinten ist die Kerbe. Kommt hin. So, okay, dann machen wir das links, rechts. Dread. Was ist das? Aroma. Oh, Alkohol. Ordentlich sauber machen. Puh, das stinkt aber. Dann haben wir hier eins. Ach, noch mal Alkohol. Oh, jetzt flüssiger Alkohol. Eben war ein bisschen trockener. So, nochmal sauber machen. Kannst du putzen, wie du willst. Diese weißen Controller sind immer mistig. Kannst du Hände waschen, kannst du machen, was du willst. Die werden immer keimig, die Dinger. Ich habe auch letztens die Rillen jetzt wieder sauber gemacht, also hier und so. Aber da kommt auch wieder so schnell Dreck rein. Im Prinzip ist es ja kein Dreck, ist ja in der Haut Schuppen und Schweiß halt vom Zocken, was sich denn darin setzt. Aber ein bisschen sieht es ja noch wieder sauber aus, aber ist halt ruckzuck wieder dreckig. Einmal benutzt und zack. So. Dann haben wir das. Jetzt zwei. Sollte ein trockenes Tuch sein. So.
So. So, haben wir alles sauber. So, hier haben wir nochmal ein Tuch. Da kann man auch nochmal, sicherheitshalber, dass wirklich nichts hier irgendwo dran ist, dass der Aufkleber auch gut klebt. Das werden wir jetzt versuchen. Wie gesagt, mit dieser Kerbe kommt das hier hin. So rum wird das gemacht. Ich mache jetzt auch nur ein bisschen was ab davon. Muss nur einen Anfang finden. So. So. Ich mache jetzt nur ein Stück. Also so. Ich mache nicht alles, dass ich das jetzt hier vernünftig anpassen kann. Seht ihr das? So. Dann kann ich halt hier weiter. Gut zugeschnitten, muss ich sagen. So. Na, fast. Geht ein bisschen über das Weiße drüber. So sieht das aus. Ich hätte das halt vielleicht doch noch ein bisschen weiter hier rüber machen können. Vorher, nachher. Jetzt nehmen wir uns gleich das nächste vor. Ich hoffe, ihr seht das gut. Ich habe die Kamera nämlich etwas höher gemacht diesmal. Weil wenn ich hier am Machen bin, kann ich halt schlecht nebenbei auf die Kamera gucken. Das macht sich halt... Ach, ist doch nicht. Doof. So, komm hier. Ach. Will nicht. Hier so ein Nippelchen wäre hier gut. Dass du halt an dem Nippelchen ziehen kannst. Aber hier ist kein Nippelchen. Kannst halt nur mit dem Fingernagel immer wieder. Ah, ich habe jetzt, glaube ich, ein Stück habe ich. Genau. Mini-Stück habe ich. Mini-Stück habe ich. Mini-Stück habe ich. Ha! Ha! Ich hab's. So. Und diesmal werde ich ein Stück weiter rumgehen. Ich werde nicht bündig mit dem Weißen machen, ich gehe ein bisschen weiter rum. So. Ich gebe es überst drüber. Um mal zu gucken, ob das dann vielleicht ein bisschen besser ist. Ja. So ist ein Stück besser, finde ich. Ist immer noch drüber auf der anderen Seite? Nee, unten ist es jetzt bündig. Ja, ich merke jetzt keinen Unterschied. Das ist jetzt ein optischer Unterschied. Also sie hält sich gut fest. Das ist halt jetzt nur ein optischer Unterschied jetzt hier. Ja, ich habe es halt ein bisschen gezogen, glaube ich. Deswegen ist es hier ein bisschen dünner. Die Kerbe als hier, aber es macht keinen Unterschied. Ist schon Unterschied. Also es wirkt, ist auch nichts Hartes oder hier der Übergang oder irgendwas, was stört.
Gar nicht. Oder auch hier unten bei der Kerbe kriegst du nichts mit. Also das ist gut. Das ist sehr gut. Na, ich hätte mal hier doch ein bisschen drüber machen sollen. Na, hier ist es halt bündig. Und hier ist es halt drüber. Leichte Kante merke ich hier. Also empfehle ich euch hier ein bisschen nicht bündig. Macht das am besten über das Weiße drüber. Ich habe es jetzt hier, ja wie gesagt, bündig gemacht. So gefällt mir das ein Stück besser. Aber es funktioniert und ist gut. Und dann werden wir den halt beim nächsten COD-Zocken mal nutzen und gucken, wie er sich schlägt. Seht ihr, dass hier ist es hier und hier ist es halt ein Stück weiter rum. Ach, mein Essen ist fertig. So, das soll es auch zum Hardware-Video gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Ich packe euch auch die Links von den anderen Sachen von PlayVital mit rein. Vielleicht findet ihr ja noch was anderes Schönes, was euch gefällt. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.